Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist jetzt 10 Uhr gleich, wir haben 0 Grad. Und ich dachte mir, wenn uns das Leben schon einen neuen Tag schenkt, sollte man ihn nutzen, auch wenn er so ein bisschen grau ist. Ich möchte heute so eine kleine Tour machen. Erstmal spontan von Bad Westernkotten aus gestartet Richtung Erwitte. Gestartet bin ich in Bad Westernkotten, weil, wie ihr euch denken könnt, ich da umsonst parken kann. Es ist nur 20 Kilometer von uns weg. Aber ich habe den Weg trotzdem heute Morgen mit dem Auto gemacht, weil ich lieber hier in die Richtung ein bisschen unternehmen möchte, wo ich mit euch noch nicht war. Und jedes Mal dieselbe Anfahrtsstrecke zeigen, ist ja auch Quatsch. Und ich dachte mir, die Stunde, die ich sonst mit dem Rad hier hingefahren wäre, nutze ich dafür, euch einen Teil der Gegend zu zeigen, wo ich mit euch noch nicht war. Hier ist auch der Jakobsweg. Richtung Soest führt der hierher, soweit ich weiß. Aber ich fahre jetzt erstmal weiter mit euch Richtung Erwitte. Angeblich soll die Sonne heute noch rauskommen. Es sieht nicht ganz so danach aus, wie es meistens am Wochenende ist. Unter der Woche, während der Arbeit, schönste Wetter. Und am Wochenende, so mittelprächtig würde ich es nennen. Aber es macht nichts. Ich bin unterwegs und bin eigentlich zufrieden. Also, wie immer, bleibt dran und genießt es. Ja, wie man hier ganz schön erkennen kann, befinde ich mich auf den verschiedensten Routen, die sich hier kreuzen. Zum Beispiel die Zabelroute, Hellwigroute, Hellwig-Weser-Route, Steine und Meer, da bin ich ja schon mal hergekommen. Und die Westfälische Salzroute. Einiges davon wird demnächst noch kommen. Aber jetzt schlängel ich mich erstmal hier weiter so durch die Bauernschaften Richtung Erwitte. Ist echt angenehm frisch, aber man kann dort schon die Sonne erahnen. Und schon schwuppsdiwupps in Erwitte angekommen. Linke Seite das Freibad schön zu sehen. Hier das DLRG-Gebäude, was früher mal ein Tennisplatz war. Das Ganze hier, wo ich gerade drüber fahre. Und hier geht es in den Stadtpark. Und auch hier, wie ihr seht, hat der Sturm deutliche Spuren hinterlassen. Das Teil hat locker einen Meter Durchmesser gehabt. Dort sieht man die alte Kasernenanlage von Erwitte mit den passenden Offiziershäusern dort in Fachwerkbauweise noch. Und hier geht so eine kleine Runde durch den Park Richtung, soll ich es euch schon verraten? Ach nein, ihr werdet es gleich sehen. Und dort sieht man es schon. Schloss Erwitte. Ich schau mal, ich glaube, genau, wir machen heute mal eine Schlössertour. Hier gibt es ja so einige in der Region. Mal gucken, wie viele Kilometer das werden, aber das machen wir. Wenn das Wetter mitspielt, ist das doch mal eine tolle Idee, glaube ich. Ja, Schloss Erwitte, kann ich gar nicht ganz viel zu sagen. Ich weiß, dass da mal irgendwann ein Hotel reingekommen ist und Gaststättengewerbe. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Ich finde solche Sachen einfach schön. Ich muss da nicht unbedingt immer den ganzen historischen Hintergrund wissen. Ich habe es auch schon mal nachgelesen, aber auch wieder vergessen. Aber ein sehr schönes Anwesen. Hier die alte Burgmauer. Dort geht es zum Burgturm rüber. Da ist leider das Tor verschlossen. Im Hintergrund die Kirche von Erwitte zu sehen.
Und dort das Krankenhaus. Ja, dann schaue ich mal, dass ich auf die andere Seite vom Schloss komme, um euch das auch mal zu zeigen. Bin ich hier noch so ein kleines Stück durch den Park gefahren und komme jetzt hier seitlich zu dem Schloss. Schön mit dem Burggraben. Hier auf der Seite das fließende Gewässer mit so einer kleinen Schleuse. Und hier der eigentliche Burggraben vom Schloss Erwitter. Ich muss immer mal so ein bisschen schwenken und aufpassen, hier auf dem Kopfsteinpflaster ist es doch noch ein wenig glatt. Hier ist die Burgbrücke, das alte Burgtorhaus und hier ging es, glaube ich, zu diesem Mühlenrad. Da muss ich gerade selber mal schauen. Ja, das sieht man jetzt gar nicht mehr so richtig, das ist zugebaut. Aber auch nicht so dramatisch. Ja, Treppe. Ich trage mal eben hoch. Und so sieht das Ganze dann von oben aus. Es läuft hier wie in so einem Trichter. Nicht ganz so interessant. Und das wird da auch nochmal an der Seite her gelotst. Hier nochmal so ein Burgturm, schön zugewachsen. Das Entenhaus. Und so ein kleines Stück hier noch vom Burggraben. Ja, dann würde ich sagen, erstmal weiter. Naja, wenn wir schon mal in Erwitter sind, muss ich euch ja die Kirche hier auch nochmal zeigen. Die ist nämlich recht imposant, finde ich. Und auch die Kirchturmglocke, die hier im Vordergrund steht. Ja, und schon bin ich wieder in Bad Westernkotten. Hier geht es nämlich weiter Richtung Schwarzen Raben. Und da steht auch das gleichnamige Schloss, bei dem ich allerdings selber noch nie war. Ich weiß nur so grob, wo es ist. Also, Überraschung für alle. Ah, hier wird fleißig Brennholz gemacht. Schön. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich habe nochmal experimentiert mit meinen Windpuscheln auf den beiden Mikros, weil ich das letzte Mal doch noch als rauschend empfand. Man hat mich zwar verstanden, aber es hätte besser sein können. Ansonsten habt ihr mich das letzte Mal angesprochen wegen der quietschenden Bremse. Ich glaube fast, das liegt daran, weil ich den Frontroller montiert habe und die Bremse dadurch eine leichte Fehlstellung hat, dass sie deswegen jault. Ich habe das jetzt ein bisschen geändert, es ist schon besser, aber immer noch nicht weg. Also nicht ärgern, wenn es quietscht. Und jetzt sollte ich mal Platz machen, oder? Hier sind wir jetzt im Ortskern von Bad Westernkotten, der vor Jahren mal neu gestaltet wurde mit solchen Figuren und Wasserläufen. Das Schild ist auch gut. Sie füttern nicht nur Enten und darunter das Bild der Ratte. Danke. Jo. Naja, was ich sagen wollte ist, dieser Ortskern wurde halt mal neu gemacht mit so Wasserläufen.
Und das ist denen hier echt gut gelungen. Die sind da ja immer weiter zugange in diesen Kurorten, um das Ganze auch recht attraktiv zu halten. Was ihm größtenteils auch gelingt. Trotz allem mag ich natürliche Wasserläufe lieber, aber auch das ist mal schön zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Das ist ein Torfstecher oder Moorstecher, der hier aus den Moorlandschaften das Moor früher rausgeholt hat. Und dort links geht es rein Richtung Muckenbruch, nennt sich das Ganze, glaube ich. Müsste ich gleich selber nochmal nachschauen, aber ich glaube ja. Und dort ist auch immer noch dieses Moorgebiet. Genau, da steht das Schild, Erholungsgebiet Muckenbruch. Ich schaue mal, ob wir da durchfahren können, um weiter Richtung Schwarzen Raben zu radeln. Wenn nicht, drehe ich nochmal um, ist auch nicht schlimm. Da steht auch so eine Hinweistafel. Die würde ich euch gerne auch kurz zeigen. Der Muckenbruch, ja, hier ist es. Jetzt muss ich mal kurz halten, ihr wisst, das kann wackeln. Ah, so. Der Muckenbruch ist ein Naturschutzgebiet, was 97 Hektar umfasst und ist ein kleines Kalkflachmoor. So nennt sich das. Ja, Hunde an der Leine, nicht von dem Weg und keine Pflanzen mitnehmen. Und jetzt fahren wir mal hier rein. Hier kann man das Moor zwar schön sehen, aber es besteht heute leider keine Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen oder mal so ein Stück reinzugehen, da hier Holzfällearbeiten sind. Erstens zu gefährlich und zweitens wird dann gleich wieder gemeckert. Aber wer von euch nicht weiß, wie Moor aussieht, ähnlich wie die Pampe hier am Wegesrand. Dunkle, schwarze Erde, die gerne genommen wird für medizinische Anwendungen. Wenn sie aufgewärmt ist, auch sehr angenehm bei dem einen oder anderen Rückenleiden. Mein lieber Schwan, hier hängt aber auch noch einiges an Totholz und liegt. Und das, obwohl das jetzt schon wieder einen Monat her ist mit dem Sturm Friederike. Aber das sind auch Flächen, da ist kaum hinterherzukommen. Ne? Mit welcher Kraft hier die Bäume einfach abgeknickt sind. Ich finde es immer wieder faszinierend. Willkommen in Böckenförde. Und hier fahren wir entlang der... Oh, ich glaube, die Gisela ist das. So müsste der Fluss hier heißen. Und erstmal nach Böckenförde rein. Direkt hier am Ortseingangsschild oder direkt danach stand das kleine Schild, hier historischer Waschplatz. Da dachte ich mir, das muss ich gesehen haben. Erstmal ein schöner Rastplatz, würde ich sagen. Und der historische Waschplatz diente bis 1960 den Böckenfördern als öffentlicher Waschplatz. Und wie ich vorhin schon sagte, ist das die Gisela. Ja, da war gerade ein etwas größerer Fisch, aber den könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr gesehen haben. Das Wasser ist recht trüb, könnte aber auch daran liegen, weil ja hier viel mit Steingewinnung ist und sehr kalkhaltiger Boden und daher diese Trübung. Ansonsten ein sehr schönes Fleckchen hier. Im Sommer eine angenehme Stelle, wo man bestimmt mal die Füße ins Wasser halten könnte. Aber jetzt bei 0 bzw. knapp unter 0 Grad wohl eher nicht. Deswegen weiter strampeln, damit es warm bleibt. Dort vor mir kann man schon Schloss Schwarzen Raben erkennen. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, eine relativ gute Fernsicht.
bis auf die Haar hoch hin kann man sehen. Ich würde sagen, so gute 10 Kilometer Luftlinie haben wir auf jeden Fall Fernsicht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt mal schauen, wie nah man an dieses Schloss Schwarzenraben rankommt. Die Zufahrt zum Schloss Schwarzenraben kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Schön zweireihig, leicht versetzt bepflanzt. Da fliegt gerade ein Bussard weg. Und man fährt direkt auf dieses Haupttor zu, was aber jetzt von hier aus schon aussieht, als wenn es verschlossen wäre. Also ist leider meistens so, ne? Wenn sowas im Privatbesitz ist, dass man da keinen Zugang hat. Ich kann es einerseits verstehen, ich will die Leute ja auch nicht bei mir durch den Garten rennen haben. Aber ich finde es trotzdem immer wieder schade, dass man nicht so ein bisschen mehr davon erblicken kann. Aber mal schauen, was wir noch an Blicken erhaschen. Hier ist jetzt so eine kleine Infotafel an der Wand. Schloss Schwarzenraben, 1031 als Warmböcke, erstmals erwähnt. 1554 bis 1846 Sitz der Herren von Hörde, die es Schwarzenraben nannten und im 18. Jahrhundert neu erbauten. 1863, da jetzt gerade die Kamera von selbst ausgegangen ist und ich nicht ganz genau weiß, wie weit ich gelesen habe bzw. wie weit es aufgenommen ist, fange ich nochmal an, dass es durch Erbschaft an den Freiherrn von Ketteler Vorburg um 1720, durch M. Gröninger Schloss 1759 bis 1778, durch J. M. Kitz nach Vorplanungen von F.C. Nagel, Rokoko-Innenausstattung 1935 durch Brand zerstört, teilweise restauriert. St. Antonius Kapelle mit Stratmann-Altar bis auf die Decke im Urzustand erhalten. So, das war jetzt mal viel zu viel Information für meinen Geschmack. Aber was schön ist, ist dieser Anblick. Ich schwenk mal so ein bisschen hier durchs Gitter mit der Kamera an die Nebengebäude. Es wirkt ein bisschen wie das Schloss Hovestadt. Habt ihr ja in einem anderen Video von mir bestimmt auch schon gesehen. Dann würde ich sagen, jetzt fahren wir mal in die Richtung weiter, so Richtung Horizont. Da ist Schloss Ehringerfeld, genau. Das müsste leider nicht mit Radwegen erreichbar sein, aber über relativ unbefahrene Landstraßen. Zumindest kenne ich keinen Radweg dahin, sagen wir es mal so. Ich kenne nur die Wälder rund um Ehringerfeld durchs Mountainbiken. Aber ein Radweg ist mir jetzt nicht bekannt. Schauen wir mal. Ich hoffe mit den Aufnahmen, das funktioniert heute alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich hier ein paar Mal verdrückt während des Videos. Also falls hier mal irgendwelche Aufnahmen sind, wo die Kamera nach unten schwenkt, nach links, nach rechts, dann habe ich es nicht vernünftig bearbeitet. Oder es liegt einfach daran, weil meine Finger ein wenig frisch sind. Es ist noch nicht Handschuhtemperatur, weil es kein Wind, keine Feuchtigkeit gefühlt. Das ist 0 Grad noch ganz angenehm. Ich habe ja immer Frost an Ohren. Aber was ich euch sagen wollte, ist einfach, ich habe wahrscheinlich nicht richtig gedrückt oder zu lange zu kurz bei der Aufnahme. Wie auch immer. Weiter geht's. Hier ist Ehringerfeld schon das erste Mal ausgeschildert. Da nur noch über die Bundesstraße und dann ist das schlimmste Stück hier, Hauptstraße, schon wieder vorbei. Jetzt bin ich gerade hier in Mittelhausen, beziehungsweise gleich schon wieder durch. Aber gleich am Ortseingang, auf der linken Seite, hat jemand so einen schönen Dobermann. Mit einem Zaun in der Höhe von 80 cm, würde ich sagen, der da frei rumläuft.
und den Radfahrern nicht sonderlich wohlgesinnt ist. Naja, der ging jetzt. Hier ist wenigstens ein bisschen mehr Zaun. Aber das andere war ja auch schon wieder... Naja. Ich mag Hunde. Echt. Überhaupt Tiere. Ich glaube, das merkt man auch. Aber es muss immer so sein, dass es den anderen damit auch gut geht. Und mir geht es definitiv nicht gut, wenn da ein Dobermann, Rottweiler oder was auch immer angerannt kommt und ich fast vom Fahrrad springe. So, 4 Kilometer bis Ehringer Feld stand da. Jetzt geht es stetig leicht bergauf. Mir ist kuschelig warm. Und die Sonne scheint ein wenig, wie ihr sehen könnt, hoffe ich. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben hier den Flughafen Paderborn. Da bin ich gerade mitten in der Einflugschneise. Aber auch mal interessant zu sehen so. Hätte ich eigentlich mal den Kamerazoom ausprobieren können. Na, beim nächsten Mal. Landschaftlich ist das ja jetzt hier wieder wunderbar. Aber 4 Kilometer geradeaus, mehr oder weniger, und bergauf ist schon ein bisschen deprimierend. Aber rundum, wie ihr sehen könnt, eine Herrlichkeit von nix. Außer Äcker und Wälder. Echt wieder sehr angenehm. Also das hier ist vielleicht auch mal ganz interessant. Hier gibt es eine Erinnerungsfahrt. Und das ist die Tafel Nummer 5 über den Flieger Horst Störmede. Da wurde hier im Spätsommer 1944 ein Entschluss gefasst, eine Landebahn zu bauen für diese zweistrahligen und einstrahligen Jetflugzeuge, wie zum Beispiel die ME-262. Ich kenne das nicht auswendig, das steht hier. Also nichts bei denken. Und mein Standpunkt seht ihr ja, dieser kleine rote Punkt. Und gleich da vorne rechts von mir müsste man dann sehen, wo die Landebahn im Grunde gewesen sein soll. Ich mache mal hier nochmal ein Bild von und füge das ein. Ja, hier zu meiner Linken müsste dann das Wasserbecken sein. Man hat das auch da vorne von der Ecke, glaube ich, so ein bisschen gesehen. Aber durch das ganze Zugewucherte nicht so wirklich zu erkennen. Und hier auf der rechten Seite wäre dann dieses Flugfeld gewesen. Tja, manchmal sind solche Hinweisschilder schon ganz schön. Weil ansonsten würde man sich einfach denken, ja, ein weiterer Acker und das war's. Finde ich persönlich sehr interessant. Wollte das jetzt nicht alles vorlesen, weil ich vorhin beim Schloss schon viel zu viel gelesen habe. Ja, und hier fahren wir direkt auf Ehringer Feld zu. Schön mit diesem Gedenkstein am Anfang. Willkommen in Ehringer Feld. Zu meiner Rechten ein paar Rehe, ein Hirsch, halt so eine Naturwiese. Auf der linken Seite sieht man im Hintergrund das Schloss und die angrenzenden Stallungen. Es ist leider eingerüstet, die Pferdekoppel dahinter. Und jetzt werden wir einmal rumfahren und schauen, wie wir von vorne mal reinkommen. Und so sieht das Ganze von vorne aus. Es fängt an hier mit den Stallungen. Und dann fährt man zu auf das Schloss selber. Hier links steht ein Schild privat. War ja nicht anders zu erwarten. Trotz allem werde ich mal da an die Mauer fahren und schauen, ob man nicht den einen oder anderen Blick erhaschen kann. Und ich weiß, meine Bremse quietscht. Aber das sieht doch von hier schon ganz anständig aus. Ach, da unten sind Esel drinne. Seht ihr die? Ich zoome das Ganze mal ein bisschen ran.
die sind da unten natürlich gut geschützt. Ansonsten, ich schwenke die Kamera jetzt einfach mal so, wie ich auch gucke. Und werde jetzt mal rüberfahren zu dieser Brücke. Ich weiß, jetzt werden wieder einige denken, oh, das ist aber nicht das Schönste, aber es wird gerade saniert. Hier vorne steht auch, warum. Es wird ein First Class Barock-Schlosshotel. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich wesentlich anders aussehen. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, da reinzugehen, in diesen Innenhof. Weil hier selber steht jetzt auch kein Schild, dass Durchgang verboten ist. Hier wieder so ein paar Infos, diesmal kurz gefasst. Barockschloss Ehringerfeld, erbaut 1678 bis 1960 durch Ambrosius von Oelde und Jobst Scheck aus Störmede. Den Rest füge ich dann nochmal als Foto vielleicht ein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Auch wenn chaotisch durch die Baustelle. Aber man kann wenigstens mal reinschauen. Hier das Eingangstor von der Innenseite. Wo ich jetzt erstmal wieder Richtung Monti gehe. Ja, jetzt sagte mir gerade ein netter Herr, man könnte in diesen Kapellenturm gehen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, die Kamera schafft das hier im Dunkeln. Das habe ich ja noch nie ausprobiert. Aber auf dem Display sieht es ganz gut aus. Oh, das ist ja klasse. Ich hoffe, das ist alles gut zu erkennen für euch. Für mich ist das jetzt was Besonderes. Ich hoffe, das gibt keine Probleme hier. Ja, hier gehe ich nicht weiter. Hier kommen die Decken schon runter.
Ihr wisst ja, man muss es nicht drauf anlegen. Also erstmal wieder raus. Hier sieht man das Ganze nochmal von der Seite. Und den Herrn, den ich da getroffen hatte, der mir gezeigt hat, wo man da in diese Kapelle gehen kann, ist ein Fotograf für Lost Places. Der ist da jetzt wieder rein und stöbert noch so durch die Keller und die alten Zimmer und sagte, der Keller wäre voll mit alten Schränken und Tierpräparaten. Aber das wollte ich mir jetzt nicht antun. Beziehungsweise ich habe da auch immer so ein bisschen Bedenken, weil letztendlich ist es ja doch jemand sein Schloss. Und dann möchte ich da nicht drinne rumstöbern. Ja, wie man hier gut erkennen kann, geht es bergab. Das heißt, ich fahre Richtung Heimat. Das sind jetzt noch so, ja, gute 20 Kilometer, nehme ich an. Bei der Geschwindigkeit sollte das relativ schnell gehen. 20 Kilometer sind aber leider nicht durchgehend bergab. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als schön, dass ihr da wieder dabei wart bei dieser etwas anderen Tour. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Und ein Teilausschnitt von Monty. Macht's gut!